Idee dahinter ist, dass Waldbesitzer, wenn sie heute vor der Frage stehen, wie sie ihren Wald bewirtschaften sollen, eine Information bekommen, wie sich der Wald in 50 Jahren, in 100 Jahren entwickeln wird. Der Klimawandel ist für die Gesellschaft eine der größten Herausforderungen der Zukunft, insbesondere auch für die Forstwirtschaft und damit für die Waldbewirtschafterinnen und Waldbewirtschafter. Entscheidungen, die in der Forstwirtschaft getroffen werden, sollten die nächsten 80 bis 100 Jahre auch überdauern können. Wir wissen, dass der Klimawandel zwischenzeitlich aber in einer Geschwindigkeit voranschreitet, dass die natürliche Sukzession und die natürliche Anpassungsfähigkeit des Waldes an diesen Klimawandel nicht möglich ist. Es braucht daher eine aktive Bewirtschaftung. Also bei der Standortstypisierung, die wir bisher in Österreich im Wald machen, sind wir eigentlich immer davon ausgegangen, dass der Baum, wenn er heute gepflanzt wird, am Ende seines Lebens, also zwei Menschengenerationen oder ein Baumleben später, immer noch die gleichen Standortsbedingungen vorfindet. Und wir haben natürlich jetzt den Klimawandel und spüren ihn immer mehr und haben deswegen gesagt, diese drei Achsen, die der Wald braucht an diesem Standort, also den Boden, das Klima und den Wasserhaushalt, da sind wenigstens zwei dabei, die sich ändern werden durch den Klimawandel. Was muss ich heute schon tun, damit ich den Bestand klimafit gestalten kann? Das ist uns ganz wichtig, weil es bringt nichts, wenn die Wissenschaft sagt, auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, das ist gescheit, sondern machen und anwenden müssen es die Flächenbesitzer. Also grundsätzlich ist der Standort in einem Wald ja durch diese drei Komponenten, die Wärme- oder Klimakomponente, die Wasserkomponente und den Boden, also den Standort an sich, charakterisiert. Und die zweite Achse, die Wasserachse, gestaltet sich da schon schwieriger, weil einfach neben dem Klima, dem Niederschlag, auch zum Beispiel das Bodenwasser ist Grund- oder Stauwassereinfluss da. Wie ist die Beschattung? Also eigentlich ist der Bestand, auch der momentan dort steht, wichtig, um zu sagen, diese und jene Verdunstungsprozesse passieren in diesem Wald. Und die dritte Achse, wo es eigentlich um die Nährstoffversorgung aus dem Boden geht, da ist es so, dass wir leider in den Waldgebieten, eigentlich in ganz Österreich, sehr wenig Grundlagendaten haben. Und dadurch war es für uns nötig, dass wir da intensiv in die Wälder gegangen sind im Jahr 2019. Zusätzlich haben wir auch festgestellt, dass das, was unter dem Boden, dem Waldboden eigentlich die Zulieferung bringt, nämlich die geologischen Ausgangssubstrate, die auch leider schlechter erfasst waren, als wir ursprünglich gehofft hatten und wir da sehr viel investiert haben, auch in geologische Aufnahmen, also mit der Uni Graz, der Geologie zum Beispiel. Also das Ziel von unserer Arbeitsgruppe war die Erstellung einer Substratkarte. Das Substrat ist jene Schicht im Untergrund zwischen Boden und dem Festgestein, dient aber den Pflanzen natürlich als Reservoir für einerseits Wassergewinnung, andererseits für Nährstoffe. Dass wir also in dieser Kombination dann eigentlich ein gutes Bild von dem haben und auswerten konnten, was dort drin steckt, und der Boden, um das abzuschließen, wirkt auch wieder auf den Wasserhaushalt zurück. Genauso wie Wasserkomponenten natürlich wieder in den Klimahaushalt einfließen. Es ist ein Projekt, das eine sehr gute, wissenschaftlich fundierte Basis für den Waldbesitzer darstellt. Wir können aufgrund der Basis der Standortskartierung, der Vegetationskartierung und der ganzen Aufnahmen auch eine Wasserspeicherkapazität des Bodens erörtern und haben damit Grundlagen für die künftigen Entscheidungen oder für die heutigen Entscheidungen für die künftige Baumartenauswahl. Es geht darum, dass wir als Interessensvertretung rund 40.000 Waldbesitzer auch entsprechend betreuen. Es geht uns darum, dass diese klimafitte Waldwirtschaft eine Umsetzung erfährt und dass wir mit unseren Beratungskräften, die draußen vor Ort tätig sind, mithelfen, gute und richtige Entscheidungen für die Zukunft entsprechend auch zu fällen. Wir werden die Daten digital aufbereiten. Die können dann kostenfrei vom GIS Steiermark abgerufen werden und stehen somit den Waldbesitzern jederzeit kostenfrei zur Verfügung.